Willkommen zu einer neueren Mod-Vorstellung. Möchte ich euch heute hier diesen Class Xerion vorstellen 4000. Das hier ist einmal Standard, dann hier ist einmal Breitreifen, dann einmal hier mit Michelin-Bereifung, wie ihr seht. Dann haben wir hier mit Zwillingsbereifung und den anderen auch, aber mir fällt jetzt so her nicht viel auf, außer ja, die Reifen sind hier von den schmäler und von den breiter. So, dann gehen wir gleich mal Richtung Shop und schauen uns mal an, was der alles so kostet und was der für Optimierungen hat. Der kostet 330.000 Euro, 50 km/h soll er schnell sein. 740 Liter Tankvolumen, 419 PS, entsprechend 308 kW und 790 Euro Unterhalt. Du kannst hier verschiedene Motorisierungen wählen. Hier einmal der Standard, der kostet dich den normalen Kaufpreis. Dann hier der Xeon 4500, kostet 42.500 Euro. Dafür hast du 479 PS, entsprechend 152 kW und 830 Euro Unterhalt. Dann der Xeon 5000er, der kostet 67.500 Euro, 520 PS, 382 kW und 840 Euro Unterhalt. So, dann sind wir jetzt bei der Bereifung. Die Breitbereifung kostet 3.500 Euro extra. Dann mit dem Michelin kostet 4.500 Euro extra. Die Zwillingspflegebereifung ist das also, wo ich gesagt habe, die schmalen, die sind die für 7.000 Euro zu haben und die Breitbereifung für die Zwillingsbereifung 9.000 Euro. Das sind wir wieder beim Standard. Zurück. So, jetzt ist wieder Tag geworden. Super, jetzt kann man die Zeit wieder mal zurückstellen. Und da werden wir uns jetzt hier mal den anschauen. Der hat IC-Steuerung. Dann schauen wir uns mal hier mal kurz mal um. Also es ist alt und links alt, also da kann ich das Lenkrad vor und zurückklappen. So, das Design habe ich noch nie gesehen. Man kann hier die Tür aufmachen, hier das Rollo runterziehen, dann hier, da machen wir mal kurz mal so. Da kann ich hier vorne die Frontelektronik, glaube ich, ist das hier die Tür. Da kann ich hier das Display einschalten fürs GPS und das ganze Zeug. Tolle Sache. Gehen wir kurz mal in die Außenansicht. Schauen wir mal kurz. So. Menü wechseln ist das. Aha. Das geht, glaube ich, erst, wenn ich hier die Mutter. Also, genau, da kann man die ganzen Anzeigen wie die Drehzahl und alles hier sehen. Das ist alles animiert. So, ich bin der Meinung gewesen, weil es immer daher ist fürs Zug. Aha, hier kann man das Radio ein- ausschalten. Das ist die Klimaanlage. Steuerung. Dann dreht sich hier die Kabine. Thank you.
Seite. Und dann haben wir die Vierradlenkung. Und dann wieder die Normallenkung. Zurück mit Steuerung B. Zurück mit dem Führer aus. Schauen wir gleich mal, wie die Umleuchte. Ja, die funktioniert auch. Mit Numbit 6 hier hinten die Zusatzscheinwerfer. Vorne Numbit 5. Blinker. Funktioniert auch. Vorne sind hinten. Die Maschine, dann ich glaube, wir nehmen dann hier einen mit die Zwillingsbereifung jetzt. Also Spuren macht er auch, Reifenstoff auch, haben es funktioniert, Rückfahrlichkeit auch, aber nur. Man sollte ja irgendwie jetzt was inneren Sicht rein. Ich müsste normal hier gehen. Hier an, drehe das Lenkrad vor. Kleine Tür aufmachen. Ein bisschen Hänger drin hat. Da ist Rollo, ja. Komisch, geht mir irgendwie doch nicht. Schauen wir mal kurz auf hier. Kupplungen funktionieren. Das hier funktioniert. Vorne geht auf. Der hängt hier unten an. Komisch, ist so unten. Der sitzt ein bisschen zu tief, der Head-Hack-Jump. Naja, ist ja nicht so schlimm. Eins irritiert mich wirklich, warum vorne die Haube aufgeht. Einsteigen. Na, da steht auch sonst nichts da. Ja, schade irgendwie, aber naja, so schlimm ist es auch nicht. Wir fahren jetzt einmal zum Schlamm hin und schauen uns an, wie der da den Schlamm hat. Weil es ja waschbar ist. Das auch alles. Die Fahnen ist ja auch gut, die 52 km/h. Thank you.
Ja, wenn dir das Video gefallen hat, schau es wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus und grüße euch, euer Franz.